Ja, ein Gespenst geht rum, das nennt sich Pegida. Der Tom hat eh auch gerade ein bisschen darüber geredet. Wenn man liest, ich lese gerade, mich fasziniert das, dass innerhalb so kurzer Zeit so viele Menschen sich mobilisieren, um gegen die vermeintliche Islamisierung auf die Straße zu gehen. Man kann rational oder vernünftig eigentlich gar nicht mehr viel argumentieren. Ja, man kann jetzt zum Beispiel sagen, es gibt in Deutschland 5% Moslems. Es wird sehr schwierig sein für diese 5% innerhalb der nächsten 20 Jahre das Abendland zu islamisieren. Das liegt einer gewissen Logik zugrunde. Jetzt habe ich mir dann die Mühe gemacht, ich habe das Buch schon lange zu Hause, das nennt sich Über die Psychologie der Massen, das hat der Gustave Le Bon geschrieben. Und er geht als Psychoanalytiker an das Phänomen der Masse ran und erklärt auch, wie ein interessantes Kapitel ist halt über die Machen, wie es der herrschenden Klasse gelingt, Worte ihren tatsächlichen Sinn zu nehmen. Und ihnen was anderes und diesen Worten aber eine andere Bedeutung zu geben. Und er schreibt eben auch, dass man mit Vernunft oder mit rationalen Argumenten dieser Masse gar nicht mehr entgegentreten kann, weil ein Gefühl angesprochen wird. Jetzt habe ich dann so über mich ein bisschen nachgedacht, an was denke ich, wenn ich Islam höre? Was geht mir durch den Kopf? Was geht den meisten von uns durch den Kopf, wenn sie Islam hören? Ja, das ist, also mir kommen Kopfabschneider in den Sinn, mir kommen Terroristen in den Sinn, mir kommen Frauenbeschneidungen in den Sinn, mir kommen Sexsklavinnen in den Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, und wie war das vor 14 Jahren, vor 9/11? Was kam mir da in den Sinn, wenn ich an Islam gedacht habe? Erstens mal habe ich nicht oft an Islam gedacht und mir kamen ganz andere Sachen in den Sinn. Zum Beispiel, dass es sich um eine Religion handelt, dass es eine sehr poetische Religion ist, dass es einen Kulturraum widerspiegelt, der für mich sehr spannend ist, aus dem viel Gutes auch zu uns gekommen ist. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch sehr hilfsbereite Menschen. Auch genau, dass die orientalische Kultur eine sehr hilfsbereite Kultur ist. Gastfreundlich auch. Ja. Dass es noch ein ganz anderes Wertesystem gibt, als wie wir es hier zum Beispiel leben. Dass zum Beispiel der Zins abgelehnt wird. Und dass der Kapitalismus eben nicht als Allheilmittel, als größte Errungenschaft der Gesellschaft gesehen wird. Und dass es halt auch da in diesen Regionen viel Ressourcen gibt, wichtige Ressourcen, wie Erdöl zum Beispiel. Daher macht es Sinn, wenn man sich an diese Ressourcen, wenn man daran will, dass man pauschal diese Menschen als Untermenschen oder als weniger wert präsentiert. Und das ist in den letzten Jahren sehr gut gelungen. Unter Mithilfe aller Medien, ja, sogar die sogenannten Renommierten. Man kann auf meinem Facebook-Account schauen, ich hab ein Bild gepostet, wo so aus den letzten Jahren die ganzen Covers von Hochglanzmagazinen gezeigt werden. Eben Spiegel, Fokus und wieder sehr, nicht mal, ich will gar nicht sagen subtil, sondern wie offensiv Angst gemacht wird vor dem Islam. Seit 2001 gab es, ich glaube, 2300 Terroranschläge mit islamistischem Hintergrund, wo um die 120.000 Menschen gestorben sind. Jedes Jahr sterben 1,2 Millionen Menschen im Autoverkehr und es gibt 50 bis 60 Millionen Schwerstverletzte. Kinder sind die Hauptbetroffenen davor. Also ich muss ehrlich sagen, ich fürchte mich mehr vor Autos, wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin, als vor Islamisten.
kann ich eigentlich auch rational begründen, ja? Weil einfach viel mehr Kinder sterben durch Autounfälle als durch Islamisten. Es sterben viel mehr Kinder im Nahen Osten durch Drohnenbomben als durch Islamisten. Aber wir fürchten uns vor dem Islam und wir fürchten uns vor den Wirtschaftsflüchtlingen, die da zu uns kommen. In Österreich ist es so, dass wenn eine Frau vergewaltigt wird, die Chance einer Verurteilung des Täters liegt bei 20%. Jetzt kann man auch mal davon ausgehen, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Frau mal zum das Ganze zur Anzeige bringt. Über das redet man nicht, ja, aber man redet darüber, dass sich die IS einen Sexsklavinnenkatalog zurechtgeschneidert hat. Ja. Es gibt in Niederösterreich Einrichtungen, wo Frauen in der Hand von kriminellen Organisationen, von Menschenhändlern, die Frauen, das ist Fakt, ja, die Frauen holen aus dem Osten Europas, dorthin bringen, diese Frauen über 2 Wochen vergewaltigen und dann auf den Strich schicken. Ja? Warum redet man darüber nicht? Aber über die Sexsklaven der IS redet man. Ich kann die Menschen verstehen, die glauben, sie sind bei Pegida, ihre Ängste sind bei Pegida aufgehoben. Ich kann sie verstehen, aber ich kann die ganze Sache an sich kann ich nicht verstehen. Wieso redet man nicht über die Amerikanisierung unserer Gesellschaft? Ist schon längst geschehen. Aber man redet nicht darüber. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Moscheen schöner als eine McDonalds-Filiale. Aber das ist mein Geschmack. Ja. Warum redet man nicht über die Kapitalisierung unserer Gesellschaft? Ja, dass jeder Mensch nur noch als Ware wahrgenommen wird. Ja? Dass der Wert eigentlich über Geld definiert wird. Und es keinen keinen emotionalen Hintergrund mehr gibt. Darüber redet man nicht, aber man redet über die Islamisierung der Gesellschaft. Finde ich komisch. Finde ich auch komisch für unsere Bewegung, weil wir sowas wie eine Wahrheitsbewegung auch sein wollen. Eine ganzheitliche Bewegung. Und ich finde, man sollte sich die Mühe machen, über den Tellerrand zu blicken. Und die Gefahr besteht, dass uns wir aufgrund Interessen weniger aufhetzen lassen und wieder mal auf die Schwächeren, die sozial schwächer gestellt sind. Und das sind halt leider die Flüchtlinge, ja? oder die Menschen, die aus einer Sorge von ihrem Land flüchten. Ja, also da kann es passieren, dass wir wo hineinschlittern, was einfach gesamtgesellschaftlich gesehen nicht gut ist. Und ich würde einfach plädieren, dass wir uns nicht aufspalten lassen oder aufhetzen lassen. Ja, es ist etwas geplant für Wien. Es gibt eine Facebook-Gruppe. Die Frage ist halt, ob die bei uns diesen Rückhalt haben wie in Deutschland. Ja. Ich meine, man muss schauen, das wirkt jetzt sehr groß. Ja. Diese 20.000 Leute, die da in Dresden auf die Straße gehen, das wirkt sehr riesig, ist aber jetzt auf Gesamtdeutschland gesehen nicht wirklich viel. Ja. Wenn man bedenkt, wie die Mahnwachen breit aufgestellt waren, deutschlandweit, österreichweit, auch noch in der Schweiz, wie viele Menschen da jeden Montag mobilisiert wurden, ist der Schnitt größer. Ja. Pegida wirkt einfach nur jetzt durch diese Riesenmasse so stark. Aber davon soll man sich nicht blenden lassen, ja, weil die Zusammenkunft vieler Menschen
ist nicht automatisch auch für einen guten Zweck oder macht automatisch nicht zwingend Sinn. Was ich komisch finde, ich war jetzt letzten Samstag, am 13. Dezember, war ich in Berlin, da gab es diese Demonstration für einen besseren Gauk. Und ich bin da mitgegangen mit 4000 Menschen. Das war sehr schön. Also ich verstehe auch, dass die Leute dann nach Dresden gehen, um sich da in diesen Pult von 20.000 Menschen zu begeben, weil das einfach eine Irrsinnsenergie ist. Ist mit 4000 Menschen schon ein Wahnsinn zu gehen. Und dann wurde am nächsten Tag geschrieben über diese Zusammenkunft dieser Menschen. Es war halt das Übliche, was die Leute von sich gegeben haben. Im Vergleich zu den Friedensmahnwachen wird Pegida sehr sanft angefasst. Und im Vergleich zu den Friedensmahnwachen, was ein Riesenunterschied ist, der aber kaum wahrgenommen wird, ist, dass wir die Friedensmahnwachen eigentlich nur in denen Magazinen repräsentiert oder verrissen wurden, die sich quasi das Deckmäntelchen der Qualitätsmedien umhängen, genau. Aber es wurde kein einziges Mal in der Bildzeitung darüber berichtet oder in irgendwelchen anderen Boulevardblättern. Der Lutz Bachmann, der einer der Hauptverantwortlichen von Pegida ist, hat nach der dritten oder vierten Woche ein Exklusivinterview in der Bildzeitung gehabt. Der Lutz Bachmann rühmt sich auf seiner Seite, weil der hat auch eine Firma, dass er sehr enge Kontakte hat zum Springer Verlag. Kann jetzt zufällig sein, dass der dadurch auch ein Exklusivinterview hat. Der Lars Mehrholz hat kein einziges Mal ein Interview bei irgendeiner Zeitung bekommen. Weder bei den Qualitätsmedien noch bei der Boulevardzeitung. Die Berichterstattung über die Pegida ist so oder so Werbung. Egal, ob sie gut darüber berichten oder schlecht darüber berichten. Wenn sie in der Bildzeitung das verreißen wollen, dann ist es trotzdem Werbung. Die Bildzeitung hat heute geschrieben, dass ein grüner Politiker aus Deutschland sich dafür einsetzen möchte, dass man in den Kirchen islamische Lieder singt, zu den Weihnachtsliedern. Das hat die Bildzeitung geschrieben. Ich habe mir das durchgelesen, habe mir gedacht, Wahnsinn, wie dumm kann man sein als Politiker, wenn gerade Pegida da ist, dass man sich in so eine Richtung äußert. Dann schaue ich mir die Facebook-Seite an von diesem Mann und dann sagt er, dass die Bild-Zeitung ihn gefragt hat, ob es eine Idee wäre, islamische Lieder auch in deutschen Kirchen zu singen. Und er hat gesagt, naja, es könnte für einen Dialog der Kulturen ganz gut sein, aber da müssten auch in Moscheen christliche Lieder gesungen werden. So hat er das gesagt. Ja. Und die Bild-Zeitung hat daraus gemacht, ein Politiker fordert, dass man Weihnachtslieder, ja, dass man islamische Lieder in der Kirche singt. Das ist Manipulation, ja, weil ich glaube nicht, dass die so dumm sind. Ja. Und ich glaube, dass diese Form der Proteste dem System in die Hände spielt, weil von tatsächlichen Problemen abgelenkt wird. Wir stehen jetzt da und hören dem Tom bei allem Respekt zu, wie er über Wirtschaftsflüchtlinge redet. Währenddessen wird rund um Donetsk mobil gemacht und es kann sein, dass in den nächsten Tagen die Stadt einfach platt gemacht wird. Ja. Darüber redet man nicht mehr. Wir reden über die Islamisierung und reden aber nicht mehr darüber, dass jeden Dienstag der Präsident Obama nach wie vor die Kill-Liste unterschreibt und damit Menschen dann umgebracht werden. Ja, von Kindern drauf. Ja. Es wird darüber geredet, dass wie bunt es die IS es treibt. Ja. Ich habe keinerlei Sympathie für diese Organisation oder für diesen Staat. Aber ich wäre dafür, dass man die Scheiße gleichmäßig verteilt und nicht irgendwo einen Haufen hinschiebt. Ja.
Man hat zum Beispiel, ich habe jetzt gestern gelesen auf der Seite von Anonymous, nicht auf der Facebook-Seite, sondern auf der tatsächlichen Homepage von denen, dass Videoaufnahmen rausgekommen sind, wo ein Soldat der US-Armee muslimische Kinder, Jungs, neben deren Müttern vergewaltigt. Wir hatten darüber gelesen in den sogenannten Qualitätsmedien. Niemand, oder? Hat niemand gelesen darüber, ja? Die Frage ist, soll man sich überhaupt fürchten? Ist es gut, sich zu fürchten? Ist es gut, Angst zu haben? Und die zweite Frage ist, vor wem soll man sich fürchten? Wo ist wirklich der Feind? Oder was ist der Feind? Ja, also lasst euch nicht aufhussen, von wem auch immer. Danke.